Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video und heute schauen wir uns zusammen den Gameplay-Trailer zum Kampfsystem von Atlas Fallen an und ich möchte mit euch einfach kurz drüber reden. Ich möchte euch meine Gedanken dazu sagen und auch ein bisschen dadurch begründen, warum ich momentan eigentlich, obwohl es ein Action-RPG ist hier, das Ding eigentlich noch nicht auf dem Kanal hatte. Wer meinen Listen folgt, der weiß, ich habe das Ding auf dem Radar. Ich finde das Game eigentlich mega spannend. Open World, Third-Person-Perspektive, Action-Kampfsystem, ja. Aber darum geht's nämlich gerade. Und wir gucken jetzt einfach mal kurz rein und ich mache ein paar Mal Pause und werde euch einfach meine Gedanken zu sagen. Und ich bin natürlich sehr gespannt, was ihr auch dazu zu sagen habt. Beziehungsweise habt ihr vielleicht einen anderen Eindruck als ich, denn ich bin nicht so ganz glücklich mit dem, was ich da sehe. Defensive capabilities. It only takes a simple button press to cast attacks. And you can equip two main weapons at the same time to intertwine powerful combos. Be versatile with the transforming Doom Cleaver. Unleash long-range strikes with the Sand Whip. Also diese Peitsche, da finde ich ja schon mal cool. Ich finde es allgemein ganz nett mit diesen vergrößerten Waffen. Das erinnert mich aber ein bisschen auch an dieses Game, was letztes Jahr, glaube ich, nicht so gut abgeschnitten hat. Ich habe es gerade noch mal nachgeschlagen. Babylon's Fall hieß dieses Game. Da hatte man auch so Waffen hinten auf dem Rücken, die, glaube ich, teils etwas größer rauskamen, als sie eigentlich waren. Und das erinnert mich hier stark dran von Platinum Games. Die haben jetzt auf ihrer offiziellen Webseite schon dieses Spiel quasi aus ihrer Gamesliste rausgenommen. War also nicht so der tolle Hit. Ich hoffe, dass Atlas Fallen nicht das gleiche Schicksal ereilt. Or pound enemies with a flurry of fists using the knuckle dust. Mix and match any two of your preferred combat styles and watch as each weapon evolves during combat, growing larger and more deadly. The action in Atlas Fallen is fast-paced, agile and intense. Moving fast-paced, agile and intense. Also schnelles Kampfsystem. Und das ist eigentlich schon einer von den Kernpunkten, den ich heute im Video eigentlich mal ansprechen möchte. Dieses Fast-Paced sehe ich nicht so ganz. Also ich habe hier sehr, sehr oft den Eindruck, dass es ein Animationslock gibt. Wenn ich mit diesen Hämmern angreife und was weiß ich alles, ist der Charakter in der Luft eingefroren und führt diese Attacke aus. Ich weiß nicht, was dann mit ihm passiert, wenn andere Feinde in der Nähe sind. Ist er dann immun während dieser Zeit oder kriegt er dann permanent aufs Maul, während er in diesem Animationslog drin ist? Kann ich diesen Animationslog unterbrechen? Wie sieht's damit aus? Das sind Fragen, die momentan bei mir noch offen sind und die bei mir noch ein großes Warnzeichen quasi vor diesem Spiel stehen lassen einfach. Freely on most terrain, you rapidly jump into action, evade attacks, dash through the air and enjoy truly dynamic gameplay. Genau, ich sehe jetzt hier, es gibt Dashes, es gibt quasi Ausweichmoves, aber kann ich die dann auch anwenden, während ich so eine große Attacke wie mit diesem Hammer ausführe? Und wie ist das mit der Steuerung? Mich erinnert das jetzt gerade sehr stark an eher Konsolengames. Das letzte, was ich in dieser Art gespielt habe, was mich daran erinnert, ist Gotham Knights, wo man sehr, sehr gelockt war auf diese Feinde, also quasi, man hat sich wirklich auf einen Feind so quasi den anvisiert, war dann da drin auch gefangen, sage ich mal, außer man hat dann irgendeinen Button gedrückt, um dann wieder rauszugehen und den nicht im Ziel zu haben sozusagen. Und das wirkt auf mich etwas statischer, als ich es mir persönlich wünschen würde. Ich wünsche mir das viel flüssiger, dass es sofort reagiert auf die Aktion, die ich mache. Hier habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass der Charakter sich sehr, sehr geradlinig bewegt mit so einem Ausweichmove, dass das sehr wenig responsive ist, einfach auf die Steuerung, die ich eingebe, rückwärts, vorwärts, seitlich zu bewegen, dass es das sehr, sehr versetzt macht einfach. Lasst mir aber gerne eure Eindrücke dazu wissen. Denkt ihr, das ist so, wie ich es beschreibe, oder habe ich nur den Eindruck, weil die das hier vielleicht gerade mit dem Controller spielen? One of the most unique combat features is the momentum. Every successful attack builds your momentum and grants you the ability to perform special attacks or trigger a wide range of effects in combat.
Das ist cool, ne, mit diesem Momentum, was ihr hier unten seht. Diese Leiste füllt sich im Laufe des Kampfes. Dann kommen Effekte dazu, die beim Kampf getriggert werden oder auch Spezialangriffe. Aber das hat den Nachteil, dass man mehr Schaden bekommt. Das sagt er jetzt, glaube ich, direkt im Video auch noch. Das finde ich interessant. Das macht den Kampf deutlich anspruchsvoller und auch abwechslungsreicher und hat so ein bisschen etwas, worauf man auch noch ein Auge werfen muss, während man kämpft. Das ist eine schöne Sache. The more momentum you have, the more powerful your weapons become. Be careful, however. As the more your momentum increases, the more damage you take. It's an intricate risk and reward mechanic that constantly encourages. Das ist genau das und ihr seht es jetzt gerade, während der Angreifer kriegt er permanent aufs Maul von dem Monster und ich habe nicht das Gefühl, dass der Spieler, selbst wenn er wollen würde, ausweichen könnte. Weil er in diesem weil er gelockt ist in der Animation, beim Faustschlag, er ist drin in diesem Move und er kann nichts machen. When to cash in on your potential. Sowas sieht zwar cool aus, wie ich finde, ja? Diese Kombos, die dann gemacht werden, das lehnt sich ja auch an andere Games an, die ich finde hauptsächlich meistens einen asiatischen Touch haben, von dort kommen. Ich glaube, Devil May Cry fällt mir jetzt gerade dazu ein. Das kann ja cool sein, aber ich finde, für mich ist das ein bisschen so gefährlich, sag ich mal, dass diese Art von Games auch schnell repetitiv werden und was den Kampf angeht, monoton nie entwickeln, weil durch diese Kombis einfach dann, das ist anfangs cool, das ist flashy, das ist schön fürs Auge, das hat vielleicht auch einen zufriedenstellenden Effekt, aber nur für ein paar Mal und danach weiß ich nicht, was passiert. Momentum is also heavily tied into playstyle customization in Atlas Fallen. Sowas gefällt mir grundlegend, was sie hier zeigen. Also auch nachher, glaube ich, gehen sie nochmal, oder war das vielleicht ein anderes Video, wo sie auf die Outfits eingehen. Die Designs finde ich sehr geil, gefällt mir richtig gut. Und dass es hier mehr Details gibt, einfach, wo man drauf achten muss. Recovery, Offense, Defense, Fortune, Shatter, solche Sachen. Das gefällt mir auf jeden Fall. Dass man das verbessern kann, wie sie es gleich zeigen, finde ich auch eine coole Sache. Deswegen, Basis betrachtend, ist das eine feine Sache? Nur, wie funktioniert der Kampf genau? On top of armor sets with different stats to collect and upgrade, and idols to pump up your healing abilities, the game also features more than 150 Essence Stones to completely shape your own way to play. A sandstorm that blows away everything in its path. A giant hammer falling from the sky. Mind traps. A great swirling kick. Und da bin ich jetzt auch so weit angekommen bei diesem Game, dass ich eher sagen würde, hey, wenn es da so Fernkampf-Skills gibt, dass man so ein Caster ist, so eine Art Zauberer-Mage, ja, dann würde ich vielleicht sagen, okay, falls ich Atlas Fallen spiele, würde ich in diese Richtung gehen, damit ich das nicht so mitbekomme, dass der bei diesen Waffenangriffen so starr dasteht. Da überlege ich noch, könnte ich dieses Spiel anfassen und dann in der Richtung Mage-Zauberer gehen oder ist mir das dann auch schon wieder zu starr oder nicht? A leap forward to rush into action, throwing devastating projectiles to keep your distance. The list goes on and on and on. Every Essence Stone combination offers a new way to enjoy fighting in Atlas Fallen. Whether you're an aggressive player or you prefer shields, debuffs and healing, momentum is also cashed out for truly devastating attacks that obliterate enemies. These consume your entire bar, but always deal incredible damage to help you shatter body parts. So eigentlich insgesamt, ich finde das Spiel sieht sehr, sehr geil aus und eine Vielzahl an Skills, wo für jeden wahrscheinlich was dabei ist. Der grafische Look, die Charaktere, das Design, die Welt, diese Stimmung, das alles reizt mich sehr bei diesem Game. Und für mich ist die alles entscheidende Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel mit WASD mich bewege, kann ich, wenn ich nach vorne gehe, dann auch während ich nach vorne laufe, nach links laufen und nach rechts laufen oder
läuft er dann nicht mehr gerade, sondern läuft er nur noch nach rechts. Das ist für mich so eine entscheidende Sache, wo ich sage, hey, dann habe ich da genug Beweglichkeit in diesem Spiel oder eben für meinen Geschmack viel zu wenig. Und ja, ich hoffe einfach, das bringe ich jetzt schon im Video, wir sind ja jetzt auch bald am Ende von diesem Gameplay-Trailer, dass sie hier eine Demo rausbringen, dass man sich das reinziehen kann, auch wenn nur für 10 Minuten, aber dass jeder für sich entscheiden kann, ey, komme ich mit der Steuerung klar? Habe ich Bock auf dieses Kampfsystem? Denn ansonsten sieht das Spiel richtig geil aus. Und ich glaube, und das habe ich auch in den Kommentaren unter den offiziellen Kanälen auch gelesen, es gibt Leute, die genauso denken, die sagen, ich wünschte, da gäbe es eine Demo, wo ich mal reingucken könnte, um zu entscheiden, ob das Kampfsystem was für mich ist. Denn ich hatte es auch schon bei Gotham Knights so, ich kann eine Weile mit so einem Kampfsystem gut leben, macht mir auch eine Weile Spaß, aber ich weiß auf jeden Fall, dass sowas in diese Richtung nach, sag ich mal, 20, 30 Stunden für mich persönlich langweilig wird. Und ich weiß auch, dass es viele Leute gibt, die vor so einer starren Steuerung sehr zurückschrecken, wie Gotham Knights es zum Beispiel hatte. Und deswegen ist meine große Hoffnung, dass Atlas Fallen nicht so ist, wie ich das Gefühl in diesem Trailer habe einfach. All these combat tools and abilities will be crucial to face a wide bestiary of wraiths. From packs of small monsters lurking beneath the sand, to gigantic bosses with more advanced movesets, combat requires you to adapt and play wisely. Target and attack specific body parts to incapacitate larger wraiths. Und das ist geil, ne, mit diesen Body Parts, wie ihr hier seht am Bildschirm oben, dass ihr das direkt angreifen könnt und auch angreifen solltet. Vielleicht hier den Stachel eliminieren, damit ihr nicht von dem in Gefahr geht, getroffen zu sein und sehr viel Schaden zu kassieren. Solche Elemente finde ich sehr, sehr geil. Das grundlegend ein super Fundament und dass man auch eben im Koop spielen kann und dann Symbiosen bilden, also quasi sich auch heilen kann, der Mitspieler dann auch was davon hat, finde ich eine sehr, sehr geile Sache. Target and attack specific body parts to incapacitate larger wraiths, disabling their attacks and making them drop unique resources to further increase your potential. Of course, you don't have to be alone to face the gods. Atlas Fallen is fully played. Und das durch diesen Sunsurfen ist natürlich eine super geile Sache. Und das macht Eindruck, das könnte richtig Spaß machen. Manchmal braucht es auch so kleine Argumente, die einen reizen, in so ein Spiel einzutauchen. Und ich finde, das hat Atlas Fallen mit diesem Move hier auf jeden Fall. Able in online two-player co-op mode, from start to finish, with the least amount of restriction possible. Join any friend to enjoy the full story campaign together and create builds with strong synergies thanks to diverse essence stones designed with cooperation in mind. Protect each other. Heal your partner's wounds. Atlas Fallen Co-op provides a fun and refreshing way to enjoy your journey. Thanks for watching. And stay tuned for more information and details about Atlas Fallen. Jo, und damit sind wir am Ende von diesem Trailer. Und ich hoffe, ihr habt jetzt auch in diesem Video mitbekommen, das hoffe ich wirklich, dass ihr merkt, ich möchte dieses Spiel nicht schlecht reden, ich möchte das Spiel nicht schlecht machen. Ich möchte einfach meine Gedanken oder wollte meine Gedanken mit euch teilen, was das Kampfsystem angeht. Auch euer Feedback dazu hören, ob ihr denkt, ich irre mich da oder ob ihr denkt, dass ihr das auch so seht wie ich. Ob das von einer Controllersteuerung abhängt oder ob das auf dem PC sich eventuell anders spielt und natürlich, ob ihr auch vielleicht eine Demo gerne zocken würdet, um entscheiden zu können, ob das Spiel was für euch ist. Am 10. August geht es ja schon los. Ich würde lieben gerne einsteigen in dieses Game, aber wie gesagt, der Kampf hält mich momentan noch brutalst von ab. Ich hoffe für eine Demo und danke euch fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute, und auf Wiedersehen.